Die Kuh, die wir ausgesucht haben, heißt Gitti. Ich habe sie ausgesucht, weil sie eine Leitkuh ist, weil sie sich viel bewegt und weil sie von der Fitness her eine sehr gute, eine sehr starke Kuh ist. Wie das Lied schon sagt, wohl in der Wiederschwing, da kommt die Gitti her, wo sie eine schöne große Wiese hat, mit schattigen Plätzen, frischem Wasser und guten Kräutern, die was ihre Milchqualität ausmachen. Ich bin sehr, sehr motiviert. Es ist das erste Mal, dass wir dabei sind. Viel Kontakt zu den Kühen aufbauen sollte man sowieso immer. Man sollte seine Tiere kennen, die Verhaltensweise von den Viecher. Und ich glaube, dass wir das ganz gut zusammengebracht haben und deshalb, dass es ein guter Marathon wird. Ich würde schon sagen, dass die Leute auf sie tippen sollen. Natürlich ist das jeden seine eigene Sache, aber sie ist eine Kuh, die was sehr gern frisst, die was einen großen Bonzen hat. Und deshalb ist er immer auf der Suche nach was zu fressen. Also ich hoffe, dass die Gitti das gut machen wird, dass er vielleicht sogar Erste wird und dass er als Erstes die 42 Kilometer schafft, weil die Gitti auch mein Lieblingskuh ist und ich glaube, dass er die guten Voraussetzungen dafür hat. Und toi, toi, toi.